Noch wird gewerkelt, aber am 4. August taucht Rahlstedt endlich wieder auf. Nach einem Jahr Umbaupause öffnet das Schwimmbad Rahlstedt wieder die Tore. Gut 6 Millionen Euro hat die Modernisierung gekostet. Pressesprecher Michael Dietl sagt, wo das Geld hingeflossen ist. Sichtbar neu geworden sind zum Beispiel in der Lehrschwimmhalle die Kinderspielbereiche. Wir haben eine kleine Rutsche, wir haben die Sitzflächen neu gemacht. Da sind beheizte Sitzbänke, sehr angenehm, mit mehr Platz. Das hat sich fortgesetzt hier in die Schwimmhalle hinein, die eigentlich komplett neu gestaltet ist. Ehemals mit Klinkerwänden, jetzt schick verputzt, hell. Auch die Fassade im Hintergrund, die Glaswand mit den kleinen blauen Lichtelementen, die dann einfach noch Akzente setzt. Insgesamt sehr moderne, helle Architektur. Und das haben wir jetzt hier deutlich erweitert um eine extra Trainingshalle, in der dann zukünftig Wasserfitnesskurse, aber auch Schwimmlernen stattfindet, weil die Halle durch einen Hubboden ausgestattet ist, sodass wir da ganz flexibel die Wassertiefen auch verändern können. Durch den Kurshallenanbau ist es uns gelungen, die Nutzungskonflikte auch zu entzerren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in dem großen Becken hier ungestört zu schwimmen, in den bisherigen Leerschwimmbecken spielenden Kindern, Familien, dann einen Rückzugsort auch zu geben, ungestört zu sein und den Aqua-Fitness-Gästen, die sich wirklich sportlich betätigen wollen, im Wasser trainieren möchten, dann in der Kurshalle das ideale Angebot zu unterbreiten. Dadurch ist es uns gelungen, jetzt pro Woche 33,5 Stunden mehr zu öffnen. Los geht's mit einem Tag der offenen Tür am 4. August.